Jeder sagt dir, schau in den Spiegel, da findest du alle Antworten. Da siehst du den Verantwortlichen. Das stimmt. Doch für eine Erfolgsmaschine geht der Blick im Spiegel eine Stufe tiefer. Weil häufig blockiert dich das, was du dich weigerst, im Spiegel anzuschauen, mega erfolgreich zu werden. Das verhindert, dass du wirklich, wirklich durchstartest. Also sind die Fragen eher, wovor verschließt du die Augen? Was willst du nicht anschauen? Frag dich vor dem Spiegel, was kann diese Person noch nicht, was sie dringend lernen sollte? Welche Fähigkeit fehlt dieser Person im Moment noch? Welche Schwäche muss sie beseitigen? Wie blockiert diese Person sich selbst? Sprich den Menschen im Spiegel in der dritten Person an, dann ist es einfacher, es von deinem aktuellen Ich zu separieren. Doch sei ehrlich, weil daraus entwickelst du einen inneren Antrieb. So viele behaupten von sich, ja, ich habe einen inneren Antrieb, ich habe Leidenschaft. Dauerhaft inneren Antrieb zu haben, ist eine Emotion. Solange du diese Emotion nicht mit Ergebnissen fütterst, wird sie absterben und du stehst wieder am Anfangspunkt. Dann bildest du dir ein, ach, ich hab's einfach nicht drauf. Nein, heb deinen Hintern, komm ins Handeln, hör auf, Entschuldigungen zu machen, hör auf, andere für etwas verantwortlich zu machen, liefer endlich Ergebnisse ab. Niemand ist verantwortlich außer dir. Sag nicht, ich bekomme vom Leben nicht, was ich will. Es gibt nur einen, der dafür verantwortlich ist. Es gibt nur einen, der dich aufhält. Es gibt nur einen, der dir im Weg steht. Du selbst. Also, beginn etwas mit innerem Antrieb. Das ist die Emotion. Dann kommst du ins Handeln. So, sofort. Liefer Ergebnisse, egal wie klein sie am Anfang sind. Egal, bitte versteht es, egal wie klein deine Ergebnisse am Anfang sind. Weil genau das ist dein erster Erfolg. Dieser erste Erfolg gibt dir Selbstvertrauen. Selbstvertrauen gibt dir neuen Mut. Den Mut, den nächsten Schritt zu machen. Nur das ist das Benzin, das deinen inneren Antrieb, deine Leidenschaft dauerhaft am Brennen hält. Erfolg basiert auf Erfolg. Nichts ändert sich, solange sich deine mentale Einstellung nicht verändert.